willkommen. Ja, ich bin froh, dass ich hier bin. Schön, alle fröhlich, oder? Ja. Herr Leindecker, Sie sind ein Glücksfall für den Kirchentag. Sie sind ein anerkannter Beobachter von Gesellschaft und Politik, das haben wir gerade gehört, renommiert dabei. Sie sind meinungsstark und klar. Sie sind aber auch kein eingeflogener Kirchentagspräsident, sondern gehören zum Kirchentag seit vielen Jahrzehnten dazu. Und Sie sind der Stadt Dortmund in vielerlei Hinsicht. Ich weiß nicht, wie spät ist es hier? Ja, ja, sehen Sie die Uhr, gelb-schwarz mit BVB-Logo. Also der Stadt Dortmund in vielerlei Hinsicht auch verbunden. Sie sind in den vergangenen Wochen und Monaten auch dadurch sehr präsent gewesen in den Medien, dass Sie eine klare Meinung zur Einladung oder Nicht-Einladung der AfD auf dem Kirchentag haben. Sie sind da so oft zu gefragt worden, werden sicherlich auch demnächst wieder darauf angesprochen. Ich von mir aus, ich weiß nicht, wird vielleicht mal ein anderes Thema heute nehmen. Was wollen Sie da, wie sehen Sie das? Also ich bin Ihnen fast dankbar für die Frage. Ich habe wirklich in allen Varianten was zur AfD gesagt. Mal härter, mal ein bisschen weniger hart. Ich bin immer dasselbe gefragt worden. Ist es eigentlich richtig, dass der Kirchentag, der doch dem Diskurs verpflichtet ist, die AfD-Repräsentanten nicht auf ein Podium einlädt? Dann habe ich erklärt, dass wir nie Repräsentanten einer Partei aufs Podium einladen, sondern Menschen, die was zu sagen haben. Dann kam die nächste Frage, war eigentlich immer, und da ist die Märtyrerrolle und die Opferrolle. Und dies wirklich ungefähr jetzt 18 Monate. Und habe immer gesagt, immer noch mal. Dann habe ich gesagt, nee, das sind keine Opfer, das sind Täter und wieder. Aber finden Sie nicht, dass die doch Opfer sind? Und heute war ein wunderbarer Tag. Heute Morgen um 7.07 Uhr rief ein wirklich netter Kollege vom Deutschlandfunk an und seine entscheidende oder seine einzige Frage zunächst zum Kirchentag war, und wir haben ja hier 2388 Themen, sagen Sie mal, es gibt ja auch Kritik an Ihrem AfD-Beschluss. Und da habe ich gesagt, ich sage dazu nichts mehr. Dass ich dazu immer gefragt werde, ist keine Frage der Gesellschaft. Ich glaube nicht, dass es viele Leute drängt, dass immer wieder dieselbe Antwort kommt, sondern das ist ein Problem des Journalismus. Das heißt, der Journalismus springt über seine Stöckchen, die er sich selbst hinhält. Das war wirklich ein nettes Gespräch, auch wirklich ein reizender, kluger Kollege. Und ich weiß nicht, ob ich ihn überzeugt habe, aber ich habe nichts mehr dazu gesagt. Gut, also von Ihrer Seite aus ist dazu alles gesagt. Und in diesen verbleibenden gut 15 Minuten wollen wir vielleicht mal ein paar andere Themen dann ansprechen. Danke. Es gibt ja auch noch andere Themen. Sie saßen nämlich schon mal auf dem roten Sofa, zumindest mindestens einmal, als ich Sie gefragt habe, vor etlichen Jahren. Da waren Sie als Journalist dabei. Und jetzt sitzen Sie wieder da als Präsident auf dem roten Sofa. Wie fühlt sich denn der Unterschied an? Na, für mich ist nicht so ein Unterschied. Ich bin ja immer noch Journalist. Aber der Kirchentagspräsident zu sein, das ist natürlich eine Aufgabe, wenn man die bekommt, dass man zunächst mal zuckt und sagt, wer war denn schon Kirchentagspräsident? Und dann hast du Richard von Weizsäcker, Erhard Eppler und viele andere mehr und du verstummst. Und du sagst, nee, das kann ich nicht. Also ich habe gesagt, das kann ich nicht. Also in dieser Liga spiele ich nicht. Die haben andere Erfahrungen, viel größere Begabungen. Mach das nicht und dann sind die mich aus... Du wirst ja gewählt zum Kirchentagspräsidenten. Ursprünglich war ja Frank-Walter Steinmeier gewählt worden. Der wurde dann Bundespräsident, dann ging das nicht mehr. Und dann hat man mir erklärt, warum man mich denn unbedingt vorschlage. Und meine Frau, die hier sitzt, hat dann gesagt, mach es doch. Und heute bin ich glücklich, dass ich es gemacht habe und betrachte es wirklich als Geschenk Gottes, auch diesen wunderbaren Kirchentag hier in Dortmund so zu erleben, als Präsident und auch ein Stückchen dieses Kirchentages mitgestalten zu können. Kirchentag in Dortmund, da ist ja auch eine gewisse Konkurrenz zu anderen Städten, Hamburg, Stuttgart, München. Jetzt sind wir gar nicht mehr auf der fußballerischen, noch nicht auf der fußballerischen Ebene, aber Dortmund ist da ja auch nochmal was sehr Eigenes. Wie sehen Sie das? Kann Dortmund da mithalten mit der Alster und mit dem Stachus? Also Dortmund kann Kirchentag. Das ist, glaube ich, die erste Feststellung. Und die zweite Feststellung ist...
ist Dortmund nicht vielleicht sogar trotz aller Enge, die wir haben, trotz der Bahn, die viel zu kurz ist, Dortmund hat alles auf den Schienen, was Dortmund auf die Schienen bringen kann. Und dennoch müsst ihr viel Geduld haben. Man steht, aber ihr macht das auch wunderbar, wie ich sehe und auch höre. Ihr seid geduldig und manchmal spielt ein Posaunenchor und man singt und dann ist es auch gar nicht so schwierig. Also objektiv ist natürlich, wenn man sagt, ich möchte gern in die Hafenstadt und ich möchte gern die Elbphilharmonie sehen und ich möchte gerne nochmal ins Musical gehen, dann bietet sich natürlich auch so eine Stadt wie Hamburg an. Nur erstens gibt es in Dortmund ganz viel zu sehen, wenn man nur hinguckt. Wenn man weiß, wo Dortmund herkommt. Wir haben hier in Dortmund in dieser Stadt gelebt und wir haben uns sehr wohl gefühlt, weil wir die Leute im Revier mögen, weil die klar sind, weil die dich auf die häufig verlassen kannst. Und es war eine schöne Zeit. Aber zum Zweiten auch, und das ist mir wichtig bei all der Jammerei, die es hier in diesem Lande gibt, Dortmund hat einen schwierigen Wandel geschafft. Zu meiner Zeit gab es hier noch eine Zeche, es gab das Stahlwerk, es gab mehrere Brauereien, es gab auch Chemie und es gab eine pädagogische Hochschule. Schaust du dir heute Dortmund an, 63% grün, 7 Hochschulen, 53.000 Studenten, Weltfirmen haben ja neu angesiedelt und das brauchte man auch, weil es keine Kohle mehr gibt und weil es keinen Stahl mehr gibt und wo der Stahl war, ist heute in Phoenixsee. Also, die Leute, die hier sind, die haben nicht gejammert, sondern die Leute, die hier sind, haben versucht, diesen Wandel hinzubekommen. Natürlich sind da Schwierigkeiten. Natürlich ist die Arbeitslosigkeit höher, als sie beispielsweise in Stuttgart ist. Nur, wenn wir uns der Realität im Lande nähern wollen, wenn wir sehen, wie Menschen auch mit schwierigen Situationen fertig werden und wie manchmal die Situationen auch schwierig bleiben, dann finde ich, ist Dortmund ein idealer Ort. Ja, Sie sind ja eigentlich kein gebürtiger Dortmunder, sowieso nicht, auch kein Westfale, sondern mehr so Rheinland. Ich singe ja immer so rheinländisch, immer ein bisschen. Ne? Ja, die Melodie, ist ein bisschen rheinisch. Und trotzdem scheint ja zumindest ein großer Teil Ihres Herzens auch hier zu schlagen. Sie sagten gerade schon was zu dem Westfalen, der Westfälin. Ist das tatsächlich so, oder dem Menschen aus dem Ruhrgebiet, ist das so, wie man das manchmal vielleicht auch ein bisschen klischeehaft sagt, jo, so die Grönemeyer singt dann halt, ne, so Herz auf der Zunge und geradeaus und nicht verstellt. Haben Sie das so erlebt? Also wenn man sich Westfalen anguckt, da bist du ja im Siegerland und du bist dann plötzlich auch in Ostwestfalen. Ostwestfalen. Und ich glaube, das sind auch schon sehr unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Kulturen, die da leben. Und der Siegerländer spricht anders als der, der aus Bielefeld kommt. Und dennoch haben sie es über all die Jahre ganz gut miteinander geschafft. Und im Ruhrgebiet ist es so, da habe ich immer beobachtet, dass es so einen Wettbewerb gibt, nicht dazu zu gehören. Wenn du so die Stadt Essen anguckst, das war eine klassische Stadt, die machte immer Wegweiser ins Ruhrgebiet. Wenn du in Essen warst, fandest du einen Wegweiser ins Ruhrgebiet. Also wenn du in Essen warst, warst du nicht im Ruhrgebiet. Mich hat das erstaunt. Es hat immer so einen Versuch gegeben, sich ein bisschen zu distanzieren. Und es gibt eine große Schwierigkeit im Ruhrgebiet. Du hast alles. Wenn du auf die Kultur schaust, egal in welchem Bereich du schaust, du findest alles. Aber es gibt viele Städte, die miteinander konkurrieren. Ich habe das gemerkt, wir hatten hier Probleme an einem Punkt, den ich nie vermutet hätte, weil ich die Gastfreundschaft in dieser Region so schätzen gelernt habe. Wir haben ja Privatquartiere und wir meinten, 8.000 Privatquartiere zu brauchen. Und als die Zahl aufkam, habe ich zu den Kirchentagsleuten gesagt, gar kein Problem, schaffen wir leicht. Dann haben die gesagt, mal gucken. Und es kam nichts und kam nichts und dann sind wir in die umliegenden Städte auch gegangen. Wir sind nach Herne gegangen, Kassel-Brauxel, selbst Gelsenkirchen. Selbst nach Gelsenkirchen. Und was mir da aufgefallen ist, die Oberbürgermeister, ich bin dann hin, habe mich in alle Betten gelegt, die da aufgebaut haben, damit die Zeitungen auch ein Bild hatten. Kirchentagspräsident bittet flehentlich um Bett. Und dann haben die Oberbürgermeister gesagt, Frage der Ehre, so selbstverständlich allein, der kann, da werden wir alles tun und sie werden sich noch wundern. Ja, ich habe mich gewundert, weil ich glaube, dass die im Stillen gedacht haben, wenn die Dortmunder so eine laute Klappe haben, und sagen, die packen den Kirchentag, dann sollen sie noch mal. Also mit dieser Solidarität, die wir auch immer wieder beschwören und wir sind alle eins, das ist natürlich auch nicht wahr. Da gibt es auch Brüche, wenn ich mir jenseits der Emscher die Probleme ansehe, die Städte wie Gelsenkirchen, Bottrop haben.
Das sind ganz andere Probleme als beispielsweise in Dortmund. Also kann sie nur auf den Dortmunder Tatort immer verweisen, der ja hier auch zur Aufregung führt. Ja, die wichtigen Stellen werden in Duisburg gedreht. Nun frage ich mich, warum dreht man einen Dortmunder Tatort in Duisburg, weil man in Dortmund nicht die richtigen Stellen findet. Das ist schon urkomisch. Aber es gibt so diese Klischees und es gibt unterschiedliche Probleme. Und so unterschiedlich die Menschen im Revier allerdings auch sind und so unterschiedlich groß ihre Probleme auch sind, für alle aber gilt, ihr seid verdammt gut verglichen mit Manchester oder anderen vergleichbaren Regionen, wo es auch Kohle und Stahl gab, damit zurechtgekommen. Ja, Sie haben gerade schon ein Stichwort gegeben, das mir sehr am Herzen liegt und ich nutze jetzt einfach mal schamlos den Vorteil der Situation aus. Sie sagten Castrop-Rauxel. Castrop-Rauxel. Ja, gibt es hier jemanden aus Castrop-Rauxel außer mir? Nicht? Dann müssen Sie Castrop-Rauxler sein. Ja, ich bin Castrop-Rauxel aus Ickern, aber egal, ist ja gleich um die Ecke. Was fällt Ihnen denn zu Castrop-Rauxel ein? Sympathischer Oberbürgermeister. Wir waren da und Castrop-Rauxel war eine Stadt, die es, glaube ich, vom Raum her schwierig hat. Also wenn du in Castrop-Rauxel was ansiedeln willst, musst du Castrop-Rauxel verlassen. Ja. Das ist schwierig für eine neue Wirtschaftspolitik, denke ich. Und abreißen kannst du das Alte auch nicht. Wäre auch schade drum, wenn du so Altstadt siehst. Also Castrop-Rauxel, jede Stadt hat ihre Stärken hier und jede Stadt hat auch die besonderen Schwierigkeiten. Ja, Castrop-Rauxel, also ich bin an der Emscher groß geworden, wem das was sagt, aber hat mir auch nicht geschadet, oder? Naja. Doch. Nein, die Emscher finde ich ein wunderbares Stichwort. Entschuldigung, ich bin leidenschaftlich hier in dieser Gegend. Die Emscher ist ein gutes Stichwort. Früher war die Emscher eine stinkende Kloake. Und heute passiert an der Emscher unglaublich viel. Und an der Emscher wird unglaublich gebaut. Warum schreibt keiner, dass da 5 Milliarden verbuddelt werden, damit die Emscher schön wird? Das ist so ein Thema, was so völlig außerhalb ist. Du hast ein Klischee vom Ruhrgebiet. Du sagst, das ist so. Und wir haben auf diesem Kirchentag, gucken wir natürlich, wer kommt aus welchen Ecken. Ich habe auch viel in Baden-Württemberg geworben. Ich habe gesagt, guckt euch mal Dortmund an. Dortmund ist schön. Dortmund ist attraktiv. Und dann haben die nicht widersprochen, weil im Kirchentagspräsidenten widerspricht man nicht mehr. Aber ich glaube, geglaubt haben die es nicht, weil die auch in Dortmund nie Halt machen. Die fahren durch, wenn sie nach Hamburg fahren, nach Berlin fahren, sagen die, ach, hier ist Dortmund und fahren schnell weiter. Also das, was hier alles gemacht wurde, und das finde ich schrecklich. Dortmund ist nicht, aus deren Sicht nicht attraktiv, aber das halte ich für falsch. Ihr habt Vorurteile. Und die Vorurteile bedient ihr ständig. Wunderbar. Das spricht mir natürlich völlig aus dem Herzen. Mit Blick auf die Uhr noch mal ein kleiner Schwenk auf ein anderes Thema, was mir auch am Herzen liegt. Wie gesagt, ich habe ja jetzt auch eine gewisse Chance, Ihnen mal Fragen zu stellen, die ich sonst nicht so anbringen kann. Gleich kommt Manni Breukmann auf die Bühne. Deswegen vorweg die Frage, was ist denn Ihr Lieblingsfußballer? Nicht Verein, das wissen wir, aber Lieblingsfußballer. Zu welcher Zeit jetzt? Aha. Sind Sie in den 50er Jahren? Sind Sie in den 60er Jahren? Sind Sie in den 70er Jahren? Sind Sie in den 80er Jahren? Also ich dachte jetzt eher mal so aktuell. Heute? Ja. Heute ist mein Lieblingsfußballer Mats Hummels. Weil er zurückgekommen ist. Weil Mats Hummels immer ein anständiger Kerl war. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, wie das war, als der ging. Da haben die auf der Tribüne, auf der Südtribüne, blöde Plakate hochgehalten. Also der ging zu Bayern München, muss man wissen. Als er zu Bayern München ging und haben gepfiffen. Und ich habe bei jeder Ballberührung von Mats Hummels geklatscht. Und das ist bei jemand, der hinten spielt, schwierig, weil der macht auch Rückpässe. Das heißt, du klatschst die ganze Zeit. Nur ich finde es empörend, und das hat ein bisschen auch mit dieser merkwürdigen Fankultur zu tun, dass man einen Spieler, der 8 Jahre hier war, dass sein Herz auch in Dortmund hatte, dass der Spieler sagt, ich will noch was Neues erleben. Und er geht nach Bayern München, da hat er natürlich auch manches erlebt. Und jetzt kommt er zurück. Und diejenigen, die sagen, du warst untreu. Nein, ihr wart untreu. Ihr wart nämlich Hummels untreu. Ja, aber ich meine gerade zwischen dem BVB und Bayern München und den Verein und der Fankultur gibt es ja auch so eine Art Hass, Liebe, kann man fast gar nicht sagen, so eine Art. Hat Bayern eine Fankultur? Man merkt also, er trägt ja nicht nur die BVB-Uhr, er hat auch eine Geldbörse, wo BVB eingeprägt ist und
alle seine Ordner zu Hause, die vielen Ordner mit den Entdeckungsgeschichten. Raten Sie mal, in welchen Farben die beklebt sind. Gelb-schwarz. Raten Sie mal, was wir für einen Strandkorb haben. Also Sie sehen, da gibt es auch eine große Liebe. Ja. Lassen wir das Thema vielleicht einfach mal, bevor es dann noch zu Verwerfungen kommt. Wenn wir noch mal beim Fußball bleiben, was macht den BVB denn so besonders? Denn er ist ja ein bisschen anders als andere Vereine. Also für mich macht den BVB was anderes, weil ich durch meinen Großvater zum Verein gekommen bin. Es ist ja in Wahrheit so, wenn du die Bayern-Fans siehst, denkst du, arme Kerle brauchen immer den Erfolg. Aber wie sind sie denn Bayern-Fans geworden, weil er irgendein Großvater war oder weil Sepp Maier so toll gehalten hat? Oder weil Gerd Müller da war. Du bist als Kind dahin geraten und dann kommst du nicht mehr von los. Deshalb kann ich nur sagen, danke Großvater, dass du derjenige warst, der mich zum BVB gebracht hat. Aber jeder hat seinen Verein. Der eine hat Gladbach und der andere hat Schalke, auch großes Pech. 1958, das letzte Mal, wann kommt nochmal die Schale dahin? Aber dass wir so gegeneinander sind, das halte ich auch für eine Verrücktheit dieser schrecklichen Fankultur, die wir haben. Wenn Sie sich zurückerinnern, wie es mal gewesen ist. Einer der ersten Dortmunder Trainer war ein Schalker, Kuzorra. Als Schalke deutscher Meister wurde, hielten die Züge in Dortmund. Und die trugen sich hier ins Goldene Buch ein. Dieser ganze Quatsch, dass man schreckliche Lieder singt, dass man sich ständig attackiert, dass man aufeinander losgeht, ist mit diesen Ultras entstanden. Die Ultras sind verrückt, weil Rivalität okay, Derby okay, aber doch nicht Hass auf den anderen, weil er Schalker ist oder aus Gladbach kommt oder was. So zwischen Köln und Gladbach ist es ja auch ähnlich. Und sie finden ja viele Vereine, wo ständig die Polizei da aufpassen muss, dass sie nicht mit Messer aufeinander losgehen. Das ist verrückt. Im Grunde wäre das hier schon ein perfektes Schlusswort, aber für die Menschen, die vielleicht noch etwas anderes als Fußball hören wollen, was würden Sie denn sich für die letzten anderthalb, ein Dreiviertel Tage Kirchentag oder mit dem Schlussgottesdienst im Grunde ja noch zwei Tage Kirchentag noch wünschen? Ist alles schon perfekt oder gibt es noch etwas, was noch sozusagen am Horizont auftauchen dürfte? Also perfekt ist nie was, aber was ich mir wirklich wünsche ist, wenn meine Wahrnehmung richtig ist, vielleicht nehme ich nicht richtig wahr, ich finde, dass es ein wunderbares Kirchentagspublikum ist. Ich finde es auch ein bisschen anders als in Berlin, wo man so komisch hektisch manchmal war. Es sind viele Leute, die, so scheint es mir, begeistert sind. Und ich bitte Sie, diese Begeisterung, auch für die letzten Tage, die wir haben, und jetzt haben wir keine Gewittergefahr mehr und hoffentlich regt es auch nicht mehr, diese Begeisterung weiterzutragen. Vielen Dank, Hans Leyendecker. Wir müssen leider jetzt hart Schluss machen, weil natürlich der nächste Termin schon wartet. Danke sehr.